auf einen Endspurt für heute. Zwei Blöcke haben wir noch. Ich kann schon, oder? Ja. Gut, harmonische Schwingungen. Und eigentlich geht es jetzt in diesem Block primär um Begriffsdefinitionen. Wir müssen ein paar neue Begriffe lernen, damit wir dann das nächste Mal mit diesen Begriffen aufregende Dinge machen können. Und in diesem Wort harmonische Schwingungen, da hängt gleich einige Sachen drinnen, die wir nicht wirklich definiert haben bis jetzt. Und das erste wäre eigentlich, was eine Schwingung ist. Und eine Schwingung könnte man jetzt definieren als der zeitliche Verlauf einer Zustandsänderung, zum Beispiel der zeitliche Verlauf einer Spannung. Nicht? Und wenn die dann mal größer wird, die Spannung, und wieder kleiner und so, und nicht konstant gleich, weil konstant gleich ist langweilig, dann qualifiziert das bereits als Schwingung. Interessanter ist aber der Fall einer periodischen Schwingung. Und eine periodische Schwingung heißt, wenn dieser Verlauf, den wir sehen, wenn sich der wiederholt. Und wenn wir quasi einmal was aufnehmen könnten und dann verschieben wir das um eine entsprechende Zeitspanne und dann sehen wir das Gleiche nochmal. Und wieder um eine Zeitspanne verschoben, sehen wir wieder das Gleiche nochmal. Und sehr häufig, wenn wir das mit Schwingungen zu tun haben, dann haben wir es mit periodischen Schwingungen zu tun. Das sind dann auch die Dinge, die man zum Beispiel sinnvoll an einem Ostsee anzeigen kann, ohne in diesen Single-Stop-Modus zu gehen, dass man einfach immer wieder die gleiche Wellenform hat und dann triggert man irgendwie darauf und dann baut das Ostsee eben diese periodische Schwingung eben wieder übereinander gelegt auf und man sieht eben, wie diese Schwingung ausschaut. Ja. Gut. und wenn ich so eine periodische Schwingung habe, dann kann ich da natürlich schon mal zwei Größen definieren, die natürlich eigentlich eine Größe sind, zwei verschiedene Arten, die gleiche Größe auszudrücken, nämlich offensichtlich die Periodendauer. Das ist einfach diese Zeitspanne, um die ich dieses Muster verschieben muss, damit ich dann das gleiche Muster wieder sehe. Und da habe ich natürlich ein gewisses Eindeutigkeitsproblem, weil wenn sich dieser Verlauf jede Sekunde wiederholt, dann kann ich es um eine Sekunde verschieben und ich habe natürlich das gleiche Muster wieder. Aber ich kann es genauso gut um zwei Sekunden verschieben, um ein Vielfaches von diesem Wiederholungsmuster. Und darum, damit das eindeutig ist, definiert man die Periodendauer immer als die kleinste Zeitspanne größer 0, und die man verschieben muss, damit das wieder das gleiche Muster auftritt. Nicht? Weil 0 ist trivial, das ist nicht wirklich eine periodische Schwingung, dass an der Stelle die Schwingung halt genauso ausschaut, wie sie ausschaut. Aber wenn ich so etwas verschiebe, größer 0, und den kleinsten Wert links verschieben kann, sodass ich dann eine Wiederholung sehe, das ist die Periodendauer. Und sehr oft möchten wir aber nicht wissen, wie lange das dauert, bis sich diese Form wiederholt, sondern man möchte sehen, wie oft diese Form pro Sekunde vorkommt. Und einfach der Kehrwert dieser Periodendauer, und das ist eben dann die Frequenz f. Also Periodendauer meistens groß T und Frequenz meistens klein f. So, und jetzt wissen wir, was periodische Schwingungen sind und in welchen Größen wir periodische Schwingungen, irgendwie mal die wichtigsten Größen, mit denen wir sie charakterisieren können. Was uns aber jetzt interessiert, ist ein ganz spezieller Fall einer periodischen Schwingung, eine sogenannte harmonische Schwingung. Und eine harmonische Schwingung ist eine Schwingung, deren Verlauf durch eine Funktion dieser Form hier ausgedrückt wird. Und das ist jetzt sehr furchteinflößend, da kommen viele Buchstaben vor. Aber das Wichtigste ist eigentlich das hier, dass dir eine Sinusfunktion vorkommt. Und wir werden wissen, wie so eine Sinusfunktion ausschaut, dieser Verlauf einer Sinusschwingung. Und wann immer wir so etwas sehen, dann kann ich das durch so eine Funktion beschreiben. Und die einzelnen Buchstaben, die ich hier habe, die brauche ich nur für zwei Dinge. Das eine ist mal diese Sinusschwingung. Das kann eine mit einer kleinen Amplitude sein oder eine mit einer großen Amplitude. Und das drücke ich aus durch dieses Y in einem Dacherl. Und das Dacherl verwendet man oft für Spitzenwert. Also der Sinus als Funktion, der geht ja von minus 1 bis plus 1 von den Funktionswerten. Wenn aber eine Schwingung jetzt nicht von minus 1 bis plus 1 geht, sondern von minus 12 Volt bis plus 12 Volt, dann brauche ich irgendwas, mit dem ich erstens mal diese Einheit Volt hineinbekomme und dann auch mit dem ich dieses 12 hineinbekomme. Und das ist eben dieses Y-Dacherl. Das wäre dann zum Beispiel 12 Volt und dann hätte ich eben eine Schwingung, die von minus 12 Volt auf bis plus 12 Volt hin und her geht. Dann habe ich hier drinnen die Frequenz. Einfach, ich habe eine langsame Sinusschwingung oder ich habe eine sehr schnelle Sinusschwingung. Da habe ich natürlich hier irgendwo diese Frequenz drin als Faktor von der Zeit. Das heißt, wenn ich mir den
Verlauf anschaue von dieser Funktion, vom Sinus, dann macht ein großes f, dass ich quasi schnell durchgehe, durch die Funktionsweite, die der Sinus mir liefert, und ein kleines f macht, dass ich das langsam durchgehe. Außerdem korrigiert mir das f wieder die Einheiten, weil ich gehe da ja hinein mit einer Zeit, ich möchte wissen, welche Spannung habe ich zu einem gewissen Zeitpunkt. Der Sinus, der akzeptiert aber keine Spannungen, der akzeptiert einfach nur Zahlen. Und wenn ich jetzt hier etwas habe, was in Sekunden ist, und dann multipliziere ich das mit etwas, was 1 durch Sekunden ist, dann kommt eben was Dimensionsloses raus, wo keine Einheit mehr drauf ist. Das macht Sinn als Argument für den Sinus. Und das 2π ist dann einfach nur noch ein Faktor. Wenn ich hier einen Winkel in Radianten quasi angebe, dann soll er natürlich bei einem Durchlauf, bei einer Periodendauer, die Werte von 0 bis 2π durchlaufen, weil eben das genau die Periodendauer von dem Sinus selber, von dieser Sinusfunktion ist. Und das Phi, das ich hier am Schluss habe, das ist noch die sogenannte Phasenlage. Also ich habe quasi eine Sinusschwingung und dann habe ich vielleicht die gleiche Sinusschwingung, die nur ein bisschen nach rechts oder links verschoben ist. Und jetzt kann ich natürlich sagen, wenn das irgendwie um 90 Grad verschoben ist, dann nehme ich einfach einen Cosinus statt einen Sinus, aber damit ich quasi jede beliebige Phasenlage, jeden beliebigen Startpunkt sozusagen für diese Schwingung wählen kann, habe ich halt hier noch einen Parameter Phi, der mir das hier ausdrückt. So, das sind die ganzen Buchstaben, die wir haben, aber das Wesentliche ist, dass ich diese Form von einem Sinus habe. Und über all die zusätzlichen Parameter oder Konstanten, die hier noch drinnen sind, korrigiere ich dann alles nur noch so, dass ich eben sagen kann, okay, es ist ein Sinus mit der Frequenz, es ist ein Sinus mit der Phasenlage, beginnt ein bisschen früher, beginnt ein bisschen später und welche Amplitude hat das Ding. Und dann habe ich eben meine Funktion als Zeit, die eben diesen Spannungsverlauf beschreibt. So etwas nennt man eben eine harmonische Schwingung. Clifford? Ja? Ist dieses Phi ein Winkel? Also ist das der Winkel, wie viel... Das ist der Startwinkel, genau. Wenn wir mal plotten, und wir sehen, wie sowas ausschaut. Und ich sage jetzt einfach mal von 0 bis 10 zum Beispiel. Sinus x, ich muss ja x sagen, weil der kennt keine Zeit, der kennt nur ein x. Nicht? Also so schauen eben Sinusschwingungen aus. Und jetzt nehme ich mir das sozusagen als Grundform hierher. Und dann gehe ich ihn wieder runter. So, und jetzt plotte ich einen zweiten Sinus. Und da baue ich jetzt quasi diese ganzen Faktoren ein, die wir haben. Und ich sage, dieser Sinus soll vielleicht halb so groß sein. Dann nehmen wir da 0,5 als Faktor davor. Sinus, dann soll er vielleicht doppelt so schnell laufen wie der. Das heißt, ich nehme drinnen zweimal, dann wird das Argument von dem Sinus eben doppelt so schnell durchlaufen. Und dann soll es vielleicht noch ein bisschen verschoben sein, sodass dass dieser Start-Null-Durchgang vielleicht ein bisschen weiter rechts ist. Und wir quasi hier noch diesen Anfangsdings hin, dann ziehe ich hier irgendeinen kleinen Wert ab, sagen wir zum Beispiel 1. So. Und dann sehen wir hier eine zweite harmonische Schwingung. Das erste war ein Sinus. Das zweite ist jetzt nur noch eine harmonische Schwingung oder eine sinusoidale Schwingung, weil ich eben diese zusätzlichen Faktoren eingebaut habe. Ich habe es kleiner gemacht, dass ein Sinus ist. Ich habe es in der Frequenz höher gemacht, dass ein Sinus ist. Und ich habe es in der Phase ein bisschen rechts verschoben zu dem Sinus. Also es ist jetzt nicht mehr ein Sinus, aber es ist immer noch eine sinusförmige Schwingung. Und alle Schwingungen, die ich eben erzeugen kann aus einem Sinus, indem ich da einen Faktor davor stelle, einen Faktor zur Zeit dazu tue und dann auch irgendwas Konstantes dazu zähle oder abziehe, dann nennt man das eben eine harmonische Schwingung. Gut. Also wir wissen jetzt, was eine harmonische Schwingung ist. Das akzeptieren wir einfach. Das ist eine harmonische Schwingung, so ist es definiert. Wir wissen aber noch nicht, wozu wir uns die Mühe machen, da jetzt extra diese besondere Art der Schwingung so genau zu beschreiben, wo es doch unendlich viele andere Arten von Schwingungen gibt, die vielleicht auch interessant sein können. Und da kommen diese beiden Eigenschaften ins Spiel, die hier als nächstes kommen, die eben so eine harmonische Schwingung hat. Und die erste Eigenschaft, und das werden wir uns anhand von einigen Beispielen anschauen, wir werden es jetzt nicht irgendwie großartig beweisen, weil dazu bräuchten wir, man kann es auf verschiedene Arten zeigen, aber wir müssten irgendwie vielleicht ein bisschen linear Algebra machen und irgendwie zeigen, wie groß die Dimensionalität von dem einen Vektorraum ist und dann zeigen, dass der andere Vektorraum das gleiche abdeckt und so.
wir akzeptieren einfach, dass das so ist. Wir machen ein paar Beispiele. Ich kann jede periodische Schwingung als Überlagerung von solchen harmonischen Schwingungen darstellen. Und das ist für uns unglaublich wichtig, weil wenn wir das können, heißt das, wir können irgendeine beliebige Schwingung hernehmen und wir können sagen, okay, wir wissen nicht, wie wir das rechnen für diese Schwingung. Aber wir wissen, wie man die Schwingung zerlegt in harmonische Schwingungen und dann können wir, solange wir es mit einem linearen System zu tun haben, wo es Superposition gibt, können wir einfach sagen, wir rechnen das für jeden einzelnen Anteil, für jede harmonische Schwingung, die diese periodische Schwingung, die wir untersuchen, erzeugt. Wir schauen, was rauskommt und dann setzen wir das Resultat wieder zusammen. Und darum sind harmonische Schwingungen so wertvoll. Wir können alle anderen Arten von Schwingungen mit solchen harmonischen Schwingungen ausdrücken und das ist eben sehr praktisch. Und das Zweite, was an diesen sinusförmigen Schwingungen so praktisch ist, ist, dass die Ableitung eines Sinus einer Phasendrehung entspricht. Also wenn ich einen Sinus nehme und den ableite, komme ich zu einem Cosinus zum Beispiel. Und wir haben vorher bei den Kondensatoren und bei den Spulen eben immer gesagt, da sind diese Ableitungen drinnen. Und darum ist es unglaublich praktisch, hier etwas zu nehmen, wo man die Ableitung sehr einfach bestimmen kann, weil dann kann man eben diese Art der Operationen leicht rechnen. Und damit ist diese beiden Punkte in Kombination halt der Grund, warum wir so auf diese harmonischen Schwingungen achten. Wir können sehr komplizierte Probleme leicht damit rechnen, weil wir können das komplizierte Problem in wenige Probleme teilen, die alle gleich ausschauen. Wir lösen das einmal für eine harmonische Schwingung und dann merken wir uns, wie es geht. Und diese Lösung ist noch vergleichsweise einfach, weil die Ableitung von dem Sinus nämlich sehr einfach zu berechnen ist. So, also dieser zweite Punkt, dass die Ableitung eine Phasendrehung entspricht, in Formelschreibweise, also das ist jetzt nur das gleiche Statement nochmal, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das beweise oder so, ich behaupte das einfach hier, dass die Ableitung von so etwas eben das hier ist, oder anders ausgedrückt, wenn man das eben traditionell machen möchte als Ableitung, dann würde man sagen, okay, der Sinus abgeleitet ist ein Cosinus, und dann muss ich natürlich für die Ableitung auch noch die innere Ableitung rechnen und da dazu multiplizieren. Wir leiten ja nach der Zeit ab, das heißt, wenn ich die innere Ableitung hernehme, dann ist mir das Phi wurscht, das ist ja unabhängig von der Zeit. Wir müssen uns nur das linke anschauen und das ist einfach ein konstanter Faktor zu der Zeit, also diesen konstanten Faktor setzen wir da noch davor hin und dann weiß man vielleicht ein bisschen was darüber, wie diese Cosinus- und Sinusfunktionen ausschauen. Und dann weiß man, wenn ich einen Cosinus habe, dann kann ich genauso gut einen Sinus anschreiben und muss dann eben noch so Pi halbe dazu zählen, damit eben der Sinus so weit verschoben wird, dass ein Cosinus draus wird. Gut, und so aus Jux und Tollerei haben wir das gleiche nochmal mit dem Cosinus, wo man irgendwie sieht, die Ableitung ist dann halt entweder minus ein Sinus oder auch wieder geschrieben als Cosinus und eben diese Phasendrehung um 90 Grad. Und die Phasendrehung um 90 Grad wird hier eben, weil das in Radianten ist, als Pi halbe geschrieben, weil natürlich 2 Pi die gesamte Umdrehung ist, die gesamte Periodendauer von der Sinusfunktion und ein Viertel davon ist halt Pi halbe. Schön ist es, wenn man dann sagt, 2 Pf y quer ist eigentlich y quer Strich und Phi plus Pi halbe ist Phi Strich und dann schaut das Ding wieder genauso aus, oder? Genau. Aber es ist so noch wichtig für uns, das einfach so zu sehen und eben gerade die Regel, dass ich hier die innere Ableitung bilde und dann eben noch dazu multipliziere, das sagt uns eben auch was darüber aus, was passiert, wenn wir eine sinusförmige Schwingung nehmen und ableiten und eben nicht an den Sinus selber. Bleibt nur im Sinus selber, dass dem Sinus ein Cosinus, aus dem Cosinus ein Minus-Sinus, aus dem Minus-Sinus ein Minus-Cosinus und aus dem Minus-Cosinus wieder ein Sinus. Aber wenn wir quasi hier andere Frequenzen haben, dann wird natürlich bei einer höheren Frequenz die Flanke steiler. Nicht? Also wir haben davor ein Gnu-Plot, zwei Funktionsgraphen gemacht. Und vielleicht machen wir es extremer, dann sieht man es besser. Vielleicht die gleiche. Dann sage ich hier vielleicht 10 statt 2. Dann machen wir vielleicht Z plus 1000. Das ist hübsch. Dann ganz offensichtlich ist das hier viel, viel steiler als das hier. Das heißt, wenn ich etwas mit einer höheren Frequenz ableite, dann wird wohl das,
die Ableitung noch einmal größer sein, weil die Ableitung ja immer zu jedem Zeitpunkt die Steilheit dieses Funktionsgraphen uns gibt. Also das macht auch anschaulich, wenn man versucht, diese Funktionsgraphen sozusagen optisch abzuleiten, Sinn, dass wir dann bei hohen Frequenzen hier entsprechend einen Faktor dazugeben, der uns die Ableitung größer macht. Und natürlich andersrum bei niedrigen Frequenzen wird dann dieser Funktionsgraph flacher und dann ist dieser Faktor eben hier zwischen 0 und 1 und macht die resultierende Funktion entsprechend kleiner. Gut, also das sind die mathematischen Beschreibungen. Jetzt könnten wir hergehen und das quasi einsetzen, das wir vorher gehabt haben, und könnten uns schon ausrechnen, wie ist denn das, wenn wir so eine sinusförmige Spannung an einen Kondensator anlegen und so weiter. Gut, das war der Block zu harmonischen Schwingungen. Wir haben ein bisschen Diskussion. Ich glaube, wir haben noch Experimente dazu, weil wir ja noch zeigen müssen, dass man wirklich eine Schwingung darstellen kann, also Überlagerung von harmonischen Schwingungen. Aber an Fakten und Definitionen war es das jetzt eigentlich zur harmonischen Schwingung. Fragen? Gut, dann kommen wir zur Diskussion. Also das Erste ist, was bedeuten die einzelnen Variablen und Symbole in den Formen? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach diesen Teil hier noch einmal an, da kommen alle vor, da brauchen wir uns den ganzen Rest nicht anschauen. Was ist das hier? Ableitung nach der Zeit, genau das hier. Amplitude, also die, wenn man schon das hübsche Wort Amplitude verwendet, Amplitude ist quasi immer die maximale Auslenkung von dem Mittelwert. Also eine Schwingung, die zum Beispiel von plus 12 und bis minus 12 geht, die hätte eine Peak-to-Peak-Amplitude, wie man es nennt, von 24 Volt, wenn ich wirklich von Spitze zu Spitze messe. Normalerweise misst man aber die Amplitude von einem Gleichpegel weg und dann ist es eben genau diese 12 Volt. So, ich glaube, das ist die Sinusfunktion, das ist im wahrsten Sinne des Wortes selbstverkehrend. 2, glaube ich, kennen wir und Pi kennen wir auch. Warum steht da 2Pi? Genau, das ist der Umfang des Einheitskreises. Oder wenn ich mir nur diese Sinusfunktion anschaue, das ist einfach die Periodendauer von der Sinusfunktion. Also das wäre quasi 2Pi, ist halt irgendwie 6, irgendwas. Wenn wir uns hier diese rote Funktion anschauen, das ist eben die das ist eben nur die Sinusfunktion ohne was anderes, dann sehen wir hier irgendwie bei 6, irgendwas, da ist die eine volle Periode, also sehen wir hier schon das 2Pi, das klingt plausibel, dass das die Periodendauer von dieser Sinusfunktion ist. So, das F, Frequenz, das T, genau, das ist der große Parameter, nach dem wir hier auch ableiten, und dann ist das Phi noch die Phasenverschiebung. Was für ein Wertebereich macht eigentlich Sinn für Phi? 0 bis 2 Pi, genau, oder irgendwas anderes, nicht? Du könntest doch irgendwie sagen, von minus Pi bis plus Pi zum Beispiel, aber es macht irgendwie wenig Sinn, irgendwie einen größeren Wertebereich als 2 Pi zu verwenden, weil dann ist man nur nicht mehr eindeutig, ja? Wenn ich es um 2 Pi verschiebe, bin ich dort, wo ich gestartet habe, wenn ich um 4 Pi verschiebe, ist es genau das Gleiche, also 2 Pi ist irgendwie das Intervallbreite, in dem sinnvolle Werte liegen. Brauchen wir nicht nur die Hälfte, brauchen wir nicht nur Pi eigentlich? Ja, wenn wir hier eine negative Amplitude zulassen würden. Wenn wir aber sagen, die Amplitude definieren wir als immer positiv, dann wären wir quasi mit einer Verschiebung um Pi genau hier, dann würden wir an der Stelle raufgehen statt runter. Wenn hier jetzt eine negative Amplitude wäre, könnte man sagen, okay, wir können skippen, indem wir ein Minus davor setzen und wenn wir sagen, die Amplitude ist per Definition immer positiv, dann brauchen wir wirklich bis 2Pi sinnvolle Werte abzubilden. Das muss Pi sein und kann nicht Grad sein, 360 Grad oder? Man könnte es auch in Grad ausdrücken, es wird nur sehr, sehr blöd für die komplexe Wechselstromrechnung später, die komplexen Zahlen, weil ich nämlich bei den komplexen Zahlen, je nachdem wie ich schreibe, aber ich kann da auf den Sinus komplett verzichten, da kann ich E hoch und dann halt eine imaginäre Zahl dorthin schreiben. Wir werden das nächste Mal sagen, was diese imaginären Zahlen sind. Furchtbarer Name übrigens. Und
Und das geht dann halt perfekt, wenn man diese 2π verwendet und wenn man 360 Grad macht, dann müsste man ständig irgendwelche Faktoren einbauen, so mal 2π durch 360 oder mal Pi durch 180 natürlich auch. Und darum hat sich irgendwie das so etabliert. Und das Omega, glaube ich, kommt dann eh gleich noch hier unten. Ja, genau. Dann nehme ich das jetzt nicht vorweg. So. Verwenden Sie ein Programm zum Zeichnen von Diskussionsgraphen und diskutieren Sie anhand der Funktionsgraphen, sind die oben stehenden Behauptungen über die Ableitung des Sinus plausibel. Ne, das haben wir gemacht. Und zumindest ich habe behauptet, dass es plausibel ist. Ich hoffe, dass es für euch auch plausibel war. Dann noch, warum entspricht der Term plus Pi halb einer Phasendrehung um 90 Grad? Weil 2π ein Ganzes, also 360, und das ist ein Viertel davon, also ist das. Genau. Viertel von 2π, ein Viertel von 360. Gut. Das ist jetzt der Teil, wo wir im Experiment sozusagen zeigen wollen, dass ich zumindest eine ganze Reihe von Dingen machen kann, indem ich solche sinusförmigen Schwingungen miteinander kombiniere. Und die Aufgabe ist es einfach nur, diese Dinge hier zu zeichnen. Das werden wir jetzt noch schnell machen mit dem Knoblauch. Wobei die ersten drei sind von mir künstlich erzeugte Funktionen, die dazu da sind, spezielle Wellenformen, spezielle Schwingungen, periodische Schwingungen anzunähern. Und darum ist hier rechts so ein Punkt, 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 weil es nämlich bis in die Unendlichkeit geht. Also man kennt dann, glaube ich, hier so das Muster, dass wir hier zum Beispiel immer die ungeraden Zahlen haben und immer durch die entsprechende ungerade Zahl noch dividieren. Und dass wir hier alle haben, also die Geraden wie die Ungeraden und durch die entsprechend dividieren. Und hier, dass wir die Ungeraden haben, aber durch das Quadrat dividieren und das Vorzeichen abwechselnd umdrehen. Und das sind dann verschiedene Funktionen, wo man mehr oder weniger gut erkennen kann, okay, wenn man jetzt weiter verfeinern würde und immer feiner aufgelöst würde mit höheren und höheren Frequenzen, dann könnte man da eine gewisse Funktion nähern. Ohne das zu wissen, weil man jetzt irgendwie die Fourier-Transformation zufällig kennt von gewissen Funktionen, und das nennt man dann eben eine Fourier-Transformation, was da rauskommt, kann sich irgendjemand vorstellen, was da rauskommt. Dass man sich diese Dinge anschaut und im Kopf sich überlegt, na, da habe ich diese Schwingung und dann durch diese andere Schwingung dazu und so weiter und so fort. 42. Das ist immer, immer gut. 42 ist sogar eine nicht-periodische Schwingung, weil, naja, die Periodendauer kann sich aussuchen bei Konstantenfunktionen. Ja, das ist das Problem bei diesen Dingen. Man kann das, man kann das rechnerisch ermitteln über verschiedene Verfahren. Man kann diese Fourier-Transformation nehmen, man kann auch einen Least-Square-Fit berechnen, kommt genau das Gleiche raus, dann ist es viel aufwendiger als eine Fast-Fourier-Transformation. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das intuitiv zu sagen, dass ich eine Wellenform anschaue und sage, okay, wenn ich diese Kurvenformen so kombiniere, dann komme ich dorthin. Und das ist ein bisschen die Tücke bei dem. Es ist wahr, aber es ist nicht immer offensichtlich, dass ich jede dieser Kurvenformen nähern kann durch so etwas. Also dann klopfen wir das mal ins Knoblauch ein. Ich schaue mal, ob ich das kopieren kann. Ich bin mutig. So. Ist das die erste? Gut. So. So. Ah ja. Also weil sie alle zu der Zeit alle nach oben gehen und von oben kommen und dann oben sich. So, also das ist jetzt die erste Form. So, Spannung steigt. Zack. Dann habe ich aber ein Plus am Schluss. Ist nicht sehr spannend. So. Okay, also das ist unsere erste Funktion, die wir uns anschauen. Was könnte das hier nähern? Ein Rechteck, genau. Wenn ich jetzt noch
noch mehr Frequenzen dazu nehme, dann, dann wird diese Steigung hier steiler und steiler werden. Und das hier wird mehr und mehr anfangen zu schwingen. Also es wird hier in der Mitte zwar ein gerader Strich werden, aber am Rand würde das immer weiter zusammenwachsen, dann wird die Amplitude zunehmen. Der Trick ist hier, und das ist ein bisschen so ein, das ist ein bisschen ein Schummeln bei dieser Idee, ich kann jede Wellenform nähern durch eine Überlagerung von Sinusfunktionen. Weil das, was man hier so leicht angedeutet sieht, diesen Überschwingen, den kriege ich nicht weg. Aber die Breite von dem, also die Amplitude und wie viel der überschwingt, die konvergiert gegen ein Maximum. Es geht nicht bis unendlich und wird immer steiler und steiler. Die Breite hier aber, die geht gegen Null. Und wenn ich jetzt sage, quasi wie viel Energie ist in dem Überschwingen, dann ist diese Energie in dem Überschwingen Null, weil die nur eine begrenzte Höhe hat, aber eine unendlich kleine räumliche Ausdehnung. Und das ist so ein bisschen der Trick, den man da verwenden muss, wenn man mit diesen Transformationen arbeitet, dass ich sage, das ist äquivalent, wenn ich alles wegwerfe, was keine Energie hat. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, warum das in der Praxis eine ganz sinnvolle Annahme ist, dass man einfach die Dinge wegwirft, die keine Energie haben, und dann sagt man, okay, das ist am Schluss die gleiche. Eine andere Überlegung ist, dass man sagt, das Wackeln ist so hochfrequent, dass ich es in der Praxis nicht mehr sehe. Ja. Genau, das ist einfach ein hochfrequentes Wackeln. Gibt's Schwingen heißt. Wenn jemand mal auf einen YouTube-Channel schaut, das erste Video, das ich dort hochgeladen habe vor ewigen Zeiten, ist ein Video, das ich mit nur Oktav erzeugt habe, wo man sieht, wie sich so eine Rechteckschwingung aufbaut aus Überlagerung von Sinusschwingungen und dann quasi immer eine weitere dazu gibt. Und man sieht dann, wie es immer mehr ein Rechteck wird, aber dieses Gibbsche Schwingen halt bis zu einer gewissen Amplitude geht und dann aber nur noch in der Zeit kleiner. Das ist der rote Strich rechts oben. Die Legende. Das ist die Legende. Das heißt nur, diese Funktion hier ist die rote Linie. Aha. Ach so, ja. Ich könnte hier, zack, dann ist der rote Strich weg. Also not heißt no title. Das ist eine super Abkürzung. Nicht. Okay. Dann schauen wir uns die zweite an. Gibt schon Wetten, was die zweite ist? Würde einen Sägezahn nähern, wenn man da jetzt mehr und mehr und mehr Frequenzen dazu nimmt. Also man sieht, ich baue da irgendwie so die ganzen Standardwellenformen auf. Die man vielleicht auch auf einem Funktionsgenerator hat. In der Hoffnung, euch damit zu überzeugen, dass wenn man die Standardwellenform machen kann, dann kann man sich ja jeder damit machen. So. Da ist was schief gegangen, dann kopieren. Und da haben die Quadrate. Ach du meine Güte. verstehe. Gut, also dann muss ich das so machen. Also, Sinus von x minus. Oder ist das so? Ja, wir haben es gleich gesehen. Nein, stimmt doch. Es wird immer gerollt. So, warte mal. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wir werden es aber gleich sehen. Wir können beides ausprobieren. Viel einfacher schreiben, wenn du schreibst 5x5, dann brauchst du dich nicht drum kümmern. Da brauche ich aber die Klammern aufgrund der Links-nach-Rechts-Auswertungen von
Und das Mal ist da hoffst du, dass das stärker bindet. Oder? Das bindet auf jeden Fall stärker. Also wenn nicht, dann ist das quasi ein. Dann kann man dorthin gehen und sagen, Moment, das macht sie aber falsch, das muss doch stärker binden. So. Gut, also das hier ist ein Dreieck. Aber was wir hier sehen ist, dass die Frequenzanteile hier viel, viel schneller abfallen als bei den anderen. Nicht bei den anderen haben wir irgendwie durch 3, durch 5, durch 7 und da haben wir jetzt immer die Quadrate. Das heißt, der Dreieck, der ist extrem nah an einem Sinus dran. Und das ist eine ganz praktische Eigenschaft, wenn man irgendwann mal einen Sinusgenerator machen möchte. Eine Möglichkeit ist, man macht einfach einen Dreieck, dann weiß man schon, die höheren Frequenzen da drinnen, die sind sowieso nur sehr wenig vorhanden. Das ist also schon sehr nah dran an dem Sinus. Und dann knall ich einfach dahinter noch einen Filter. Wir haben ja gerade Filter kennengelernt. Wir machen einen Tiefpassfilter, der nur den Sinus durchlässt. Und die doppelte Frequenz gibt es eh nicht. Erst die dreifache Frequenz kommt wieder vor. Das heißt, da gibt es schon einen guten Respektabstand zwischen der ersten Frequenz und dem, was dann danach kommt. Das heißt, man kann relativ gut mit einem Filter aus einem Dreieck einen Sinus machen. Aber noch nicht mit den Filtern, die wir zuletzt hatten, oder? Weil die haben irgendwas von... Um in sinnvolle Bereiche zu kommen von der Filterleistung, irgendwas um die 2 bis 3 dezimale Größenordnung einer Frequenz gebraucht. Naja, bei dem, was wir zuletzt simuliert haben. Das sind ja 2 bis 3 Größenordnungen. Also dezimale Größenordnungen. Ja, aber du kannst mehrere gleiche auch hintereinander hängen, zum Beispiel. Das ist die einfachste Art, um einen steileren Filter zu erzeugen, dass ich einfach sage, schneiden wir alles ab auf der Frequenz, dann sagt er nochmal, schneiden wir alles ab auf der Frequenz und so weiter und so fort. Und dann multiplizieren sich natürlich diese Faktoren, die kleiner sind als 1 und dann wird das ziemlich schnell ein steilflankiger Filter. Und in dem Fall ist uns gar nicht so wichtig, wo genau diese Flanke zu liegen kommt. Wir sollten es natürlich simulieren, bevor wir es irgendwie aufbauen, weil wir einen relativ breiten Bereich haben. Wir haben 2 Oktaven Abstand, bis wir bei der ersten Oberwelle, heißt es dann, angekommen sind. Und damit ist das ein gangbarer Weg. Es gibt elegantere Arten, einen Sinusoszillator zu bauen, aber das ist ein einfacher, den man auch gehen kann. Bei mir sieht es komischerweise viel sinusartiger aus, wenn ich das plotte. Hast du das hoch 3 drinnen? Nein. Statt dem. Warum macht das einen Unterschied? Ja, ich sehe keinen. Ist ein bisschen welliger. Ich glaube, das Quadrat hätte schon mal. Aber bei mir sieht es sehr, sehr viel sinusartiger aus. Ja, dann schaue ich mal. Sind die Vorzeichen richtig? Du hast den Minus vergessen. Achso, Minus 7. Ah, Entschuldigung. Minus 3 und Minus 7. Minus 3 plus 5 plus 7. Und dann haben wir dann noch ein letztes Ding. So, das ist jetzt keine Standardfunktion, sondern ich habe einfach irgendwelche Sachen genommen. Und das soll jetzt quasi dann schon in die Richtung gehen, zu zeigen, man kann, da habe ich jetzt Cosinus geschrieben, einfach nur, das ist natürlich das gleiche wie Sinus. Also je nachdem, welches Lehrbuch man liest zu diesen Sachen, hat man entweder diese Nomenklatur von, ich habe lauter Sinusschwingungen, die in der Phase verschoben sind, oder ich gehe her und sage, quasi, ich nehme immer Überlagerungen zwischen Sinus- und Cosinus-Schwingungen, weil das nämlich das gleiche ist. Wenn ich quasi einen Sinus und einen Cosinus gleicher Frequenz nehme, unterschiedliche Amplitude und ich zähle die zusammen, dann ist das Ergebnis einfach wieder ein Sinus mit einer anderen Amplitude und einer anderen Phasenlage. Und je nachdem, wie ich rechne, welche Probleme ich löse, kann die eine oder andere Darstellung besser sein. So, also das ist dieses Beispiel hier, was irgendwie irgendwas ist. Salzburger So, ich möchte aber noch was anderes herzeigen, mit einem JavaScript-Tool. Das euch weiter überzeugen soll, wir beweisen es ja nicht. Gut, JavaScript. Das auch. Du kannst meine versteckte Agenda nicht einfach so ausplaudern. Es gibt ein schönes Buch, JavaScript, The Good Sides oder irgendwas. Ich finde es cool, das JavaScript in einer Nutshell ist so ein Schmöker und JavaScript, The Good Parts ist irgendwie. Oh, oh, oh. Was soll das? Das ist relativ dünnes Buch im Vergleich zu In the Nutshell. Ja. Aber es ist besser als das Nutshell. Oh mein Gott, unable to connect to the internet. Echt. Oh no, it's broken. Warum ist MetaLab
Achso, das heißt ich nicht verschlüsselt. Insecure, ne? Vielleicht Launch, ne? So. Schlimmstenfalls. Ah, ich kann es. Also bei mir geht das. Wir machen das anders. So. Mein Internet geht. Tada. Aber es gibt einen Anhang zu Web-Tools und so, und da ist auch der Link zu diesen Tools drin. Also man muss es nicht nur von einem Laptop-Lokal starten. Examples ist falsch, Elektro-Tools wollte ich. Hier ist es. Und DFTD. So, also dieses nette Programm hier. Ich kann die Hilfe nicht ausblenden. Schade. So, dieses nette Programm hier. Mit dem kann ich jetzt hergehen. Ich kann versuchen, vielleicht sehen wir so, dass das ein bisschen weiter oben dann drin ist. So. Also mit diesem Programm hier kann ich jetzt beliebige Kurvenformen zeichnen mit der Maus. Das ist dann die schwarze Kurvenform, die wir sehen, und die Perioden dauert von links nach rechts. Und das zeigt uns dann, wie das ausschaut, wenn ich das durch Sinusschwingungen oder sinusoidalen Schwingungen nähere. Also ich kann jetzt einfach hergehen, weiß ich nicht, sowas da zum Beispiel nehmen. Und das wären jetzt quasi vier Sinusschwingungen. Also ich habe die Grundfrequenz, die erste, zweite und dritte Oberwelle. Aber ich kann natürlich auch hergehen und sagen, okay, was ist bei 5, was ist bei 6, was ist bei 7, was ist bei 8. Und wir sehen, es nähert sich immer mehr dieser Kurvenform. Was ich hier noch, wenn ich lustig bin, auswählen kann, ist das Verfahren, mit dem das JavaScript diese sinusförmigen Schwingungen berechnet, zwischen einem Linear Least Square Fit und der diskreten Fourier-Transformation. Wir sehen, das Einzige, was sich ändert, ist die Farbe. Womit ich hier demonstriert hätte, dass es keinen Unterschied macht, welches der Verfahren ich nehme. Das Ergebnis ist das gleiche. Und die DFT, die will ich kennen, aber wenn man sich da ein bisschen mehr hineinliest, mal, das ist eben ein Algorithmus, mit dem man sowas machen kann, liefert das gleiche Ergebnis, wenn ich etwas aufwendiger so einen Linear Least Square Fit berechne. Gut, und da kann man sich halt dann da so herumspielen. Und da sehen wir, Sine Wave kann ich super durch eine Sine Wave nähern. Ja. Gut, also das wäre noch so zur weiteren Anschauung. Und wenn jemand möchte, kann man das Programm von der URL aufrufen, von dem Skript drin steht. Ja, ja, genau, die könnte man jetzt nehmen und die könnte man kopieren ins Knoop-Lot, dann zeigt sie das gleich an. Und man kann hier auswählen, ob er die so schreiben soll, mit Sinus- und Cosinus-Komponenten, oder ob ich die schreiben soll mit nur Sinus-Komponenten und dann hier so einer Phase, oder ob ich die Phase schreibe, so das Faktor von Pi. Weil das halt oft anschaulich ist, wenn ich irgendwie sehe, okay, Pi, das ist ein 180-Grad-Phasenversatz und dann steht 1,5, was weiß ich. Okay, das wäre das. Das ist doch überhaupt eine lustige Tatsache. Ups, das will ich nicht. Gut, also das alles, um euch davon zu überzeugen, ich kann das wirklich machen, was ich hier behauptet habe, dass ich eine beliebige Schwingung nehmen und die zerlegen kann in die sinusförmigen Anteile, und dann kann ich das unabhängig voneinander diese sinusförmigen Anteile untersuchen. So, damit kommen wir zur Diskussion. Und die erste Diskussionpunkt ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie kann man unsere Erkenntnis über harmonische Schwingungen verwenden, um andere periodische Schwingungen zu untersuchen? Nähern. Sich. Also Nähern, ja. Genau, Nähern. Das Wort Nähern nicht verstanden. Also. Genau, also ich mache eben genau das, dass ich das zerlege. Und in der Theorie, wenn ich quasi zu unendlich hohen Frequenzen gehe, kann ich das beliebig genau machen. Und solange das Netzwerk, das wir untersuchen, ein sogenanntes lineares Netzwerk ist, kann ich halt jederzeit hergehen und sagen, okay, das ist in Wirklichkeit die Summe von diesen anderen Sachen. Dann schaue ich mir an, wie sich dieses Netzwerk auf jede dieser Komponenten auswirkt. In dem Fall interessieren wir uns die sinusförmigen Schwingungen. Und die Ergebnisse setze ich wieder zusammen. So.
So, und dann haben wir noch einen Diskussionspunkt. Wir haben jetzt F als Frequenz verwendet, weil das genau die Größe ist, die wir am Anfang von dem Block mal definiert haben und irgendwie sehr anschaulich ist. Und Frequenz kennt man aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn man sich aber die Formeln anschaut, die wir dort haben, dann überall dort, wo F steht, steht davor 2π. Also definieren wir Omega, das ist kein W, sondern Omega ist 2πf, und wir können kürzer schreiben. Also das ist eine Sache, die man oft macht. Das ist offenbar ein Vorteil von dieser Omega-Notation. Jetzt habe ich die erste Frage vorweggenommen, aber was wäre denn ein Nachteil von dieser Omega-Notation gegenüber, dass man einfach f schreibt? Dass man nicht sofort die Frequenz weiß. Und oft hat man eben irgendetwas, man hat einen Oszillator zum Beispiel und die Kenngrößen von den Bauteilen selber, das ist eigentlich immer in Frequenzen. Das heißt, was man machen muss sozusagen, wenn man dann mit dem Omega rechnet, dass man am Anfang die ganzen Frequenzen in diese Kreisfrequenzen umwandelt und dann statt F1, F2, F3 einfach Omega 1, Omega 2, Omega 3 verwendet, dann macht man die Berechnung und am Schluss möchte man ja wieder in einer allgemein verständlichen Art und Weise das Ergebnis präsentieren. Das heißt, da muss man dann wieder zurückrechnen, das Omega durch 2π dividiert und dann hat man wieder ein F, das man irgendwie weitergeben kann. So, gibt es eine geometrische Deutung für die Kreisfrequenz? Was ist frei als Kreisfrequenz? So. Winkel. Ja, Winkel. Frequenzwinkel. Du bist nah dran an dem, worauf ich hinaus möchte. Also es hat natürlich mit dem Einheitskreis zu tun. Und wenn wir dann einen Einheitskreis haben, und dann ist da zum Beispiel 1. Das ist der Versuch, einen Kreis zu zeichnen. Das hat ja auch was mit Zeit zu tun. Und wenn wir quasi diesen Sinus haben, dann haben wir drinnen den Parameter in den Winkel und den geben wir den Radianten an. Und da gehen wir eben immer von 0 bis 2π in so einer Periode und dann fangen die quasi wieder von vorne an oder gehen einfach weiter, aber es ist für den Sinus wurscht, weil jedes Vielfache von 2π kann er abziehen und dann ist es immer die gleiche Funktion. Aber was wäre denn eine nette geometrische Deutung? Was kann man sich denn vorstellen unter diesem Omega? Kuchenstück. Ein Kuchenstück wäre eine Fläche, nicht? So was dann diese Fläche hier. Ja. Kommen wir da wieder bei den 360 Grad. Ja. Das ist ein Einheitskreis. Also hier ist 1. Was entspricht denn jetzt hier auf diesem Bild 2π? Genau. Der Umfang. Ja. Und jetzt haben wir, was ist die Einheit von Omega? Eins durch Sekunde. Mhm. Also man sagt interessanterweise bei Omega, bei der Kreisfrequenz nie Hertz. Das ist verpönt. Hertz sagt bei der Frequenz und bei der Kreisfrequenz sagt man eins durch Sekunde, obwohl es natürlich das gleiche ist. Das ist die Definition von Hertz. Ein Hertz ist definiert als eins durch eine Sekunde. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen Newtonmeter und Joule. Also. Ja. Und wie könnte ich dieses 1 durch Sekunde jetzt irgendwie sinnvoll in diesem Bild hier interpretieren? Was ist denn das Längenmaß in diesem Bild? Macht das Sinn, wenn man ein Bild von einem Einheitskreis zeichnet, zum Beispiel in Metern zu denken? Ja, aber was ist diese Distanz hier? 1, genau. Es ist nicht ein Meter, es ist nicht ein Kugelhupf, es ist nur 1. Und? Also es ist nur 1. Das heißt, wenn wir auf einem Einheitskreisbild unterwegs sind,
ist quasi die, das Längenmaß auf dieser Ebene hier einfach nur 1, ohne besondere Einheit. Und wenn wir jetzt quasi Längenmaß durch Zeiteinheit haben, dann wäre das quasi eine Geschwindigkeit in dieser Welt. Und welches Bild könnte man jetzt nehmen für die Definition von der Kreisfrequenz? Wie kann ich sagen, kann ich mir die Kreisfrequenz vorstellen in diesem Bild? Es ist die Geschwindigkeit, mit der ich hier am Kreisbogen unterwegs bin. Wenn ich eine Kreisfrequenz von 2π habe, heißt das, wenn ich hier im Kreis gehe, lege ich auf dieser Ebene die Strecke 2π pro Sekunde zurück. Und das ist eine, also ich finde, das ist eine sehr, sehr praktische Vorstellung zu dieser Kreisfrequenz, dass das nicht nur der Bequemlichkeit zählen wir da den Faktor 2π dazu, damit wir weniger anschreiben müssen, sondern wenn wir quasi das hier als fundamentale Definition von was kann ich mir vorstellen unter dem Argument von einem Sinus vorstellen, dann ist die Kreisfrequenz die Geschwindigkeit, auf der wir uns in dieser Ebene hier bewegen, wenn wir diesen Kreisbogen entlang laufen, immer und immer wieder. Okay, dazu noch Fragen? Dann schauen wir uns den letzten Block an.